Hi. Es gibt diese wunderbaren Begegnungen im Leben. Da weißt du, du hast jemanden gefunden, den oder in dem Fall die du einfach von Herzen magst. Die dir nicht nur sympathisch ist, sondern die dich sofort berührt. Mit der du ewig und ewig weiterquatschen könntest. So ging mir das in meinem Interview mit Mimi Fiedler. Eine so warmherzige, reinherzige und großartige Person. Und Mimi hat über 30 Jahre lang getrunken. Und 8 Jahre von diesen 30 Jahren wusste sie, ich bin alkoholabhängig. 8 Jahre lang kämpfte sie, wurde immer wieder rückfällig, kämpfte wieder, wurde wieder rückfällig und so weiter. Es war ein Märtyrium. Und dann lernte sie Otto kennen, die Liebe ihres Lebens. Er war mein Produzent. Und ich fand ihn super. Und er war aber noch in einer Beziehung. Und da habe ich Gott sei Dank immer die Finger von gelassen. Außer einmal. Und das hat mich sehr viele Karma-Punkte gekostet. Da von verheiratete Männer in Beziehungen, habe ich immer gedacht, nee, also es gibt so viele Frauen auf dieser Welt und so viele Männer auf dieser Welt, die Single sind, muss man sich nicht die nehmen, die eine Partnerin haben. Und deswegen habe ich das abgeblockt, als wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns aber ein halbes Jahr später wieder getroffen, weil ich ein Projekt gepitcht habe bei ihm. Und da war eigentlich klar, dass wir uns super finden. Dann hat er mir aus dem Taxi nach diesem Treffen geschrieben, Mimi, ich werde dich nochmal heiraten. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, du bist aber nicht der Erste, der das will. Seltsamerweise wollten die mich alle heiraten. Da habe ich auch immer gedacht, sonst seid ihr blind? Wen wollt ihr denn da heiraten? Aber die dachten sich, kommt mir auch bekannt vor. Oder? Ich habe so viele Heiratsanträge bekommen in meiner krassesten Alkoholphase. Und dann denke ich mir im Nachhinein, das ist wirklich interessant, dass du das jetzt ansprichst. Woran liegt das denn? Woran liegt das? Das willst du doch nicht heiraten. Und das dachte ich mir sogar damals schon. Ich auch. Ich hätte am liebsten gesagt, sag mal, Alter, bist du blind in deiner Birne? Du siehst doch, dass ich eine Vollsäuferin bin. Und zu mir kam, oder bei mir kam noch The Disease to Please dazu. Mhm. Allem immer gefallen, allen immer recht machen, bloß nicht auffällig werden. Ich kann halt nicht Nein sagen. Ich konnte nicht Nein sagen. Wenn du keine Grenzen hast und denkst dir, ach guck mal, jetzt hat er so schön gefragt, kann ich sage ich lieber jetzt erstmal ja und renn dann später wieder weg. Mhm. Ein Kauderwelsch, ein Kreis von, oh mein Gott, von Aufgaben, von Problemen, die ich mir kreiert habe, aus diesem ganzen gesoffenen Scheißdreck. Und dann habe ich das zum Otto gesagt, du bist nicht der Erste, der das will. Und er schrieb einen Satz zurück, aber der Letzte. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Ja, dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Aber Otto, es gibt eine Sache, die muss ich dir sagen. Du hast eine Beziehung. Wenn du wieder auf dem Markt bist, können wir uns gerne treffen. Und dann ging alles ganz schnell. Dann hat er die Beziehung beendet. Ich bin natürlich nicht der Grund liegt ganz woanders, hat auch mit mir gar nichts zu tun, warum die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen zu einer ganz tollen Frau nicht geklappt hat. Und dann waren wir ganz, ganz schnell zusammen. Und das war im Oktober 2017. Und verheimlicht, dass ich Alkoholikerin bin und das auch schon sehr lange weiß, nämlich seit 2010, das habe ich ihm erst am 7.7.2018 gesagt, ein paar Tage bevor ich dann wirklich trocken geworden bin, weil es nicht mehr anders ging. Ich habe halt mit ihm telefoniert und gesagt... Moment, wir gehen mal an den Abend zurück, an dem ihr dann euer erstes Date hattet. Mhm. Du bestellst dir wahrscheinlich ein Glas Wein, er auch. Mhm. Wie geht's weiter? Naja, wir waren bei ihm zu Hause und an dem Abend haben wir nichts getrunken. Es war nämlich mal Tag 1. Ah, okay. Genau. Ich hatte Mühe, mich irgendwie beisammen zu halten, aber ich war aufgeregt, Adrenalin und so. Habe an dem Abend natürlich gesoffen vorher, es gab auch gar keine Gründe, ich habe halt gesoffen. Und am Tag 2 waren wir dann zusammen in einem Restaurant und da haben wir eine Flasche Weißwein bestellt. Otto trinkt heute übrigens auch keinen Alkohol mehr, nicht weil er alkoholkrank ist, sondern weil er wahrscheinlich missbräuchlich getrunken hat. Und wir haben uns einfach volllaufen lassen. Wie man das dann halt so macht, ne? Mhm. Und das war dann ein paar Mal so und er hat relativ schnell begriffen, dass ich Probleme mit der Gesundheit habe. Zwischenzeitlich habe ich Herzprobleme gekriegt. Und mein damaliger Hausarzt hat zu mir gesagt, Frau Fiedler, wenn Sie nicht aufhören, kann es sein, dass Sie an einem Infarkt sterben.
Und in der Zeit, in der ich dann mit Otto getrunken hatte, war dann am Abend, wenn wir so viel getrunken hatten, hatte ich richtig schlimme Herzprobleme. Das heißt, einmal war er kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen. Dass ich aber eine Alkoholikerin bin, habe ich ihm immer noch nicht gesagt. Mhm. Weil wir zwei verschiedene Wohnorte noch hatten. Er hat in München sein Zuhause gehabt, ich war noch in Kronberg und konnte ihm ganz gemütlich sagen, gute Nacht, schlaf schön, Liebster, aufgelegt, schöne Flasche Weißwein aufgemacht. Morgens bin ich halt Wecker gestellt, habe ihn früh angerufen, habe ihm natürlich nicht gesagt, oh, Alter, ich kann kaum sprechen. Ich habe immer so, die Lüge halt, das, was du am besten kannst. Ja. Und dann war es so, dass ein paar Monate später, das war der 7.7., das weiß ich noch genau, wenn meine Freundin Stefanie zu Besuch kam, laue Sommernacht, ich hatte in Kronberg ein Häuschen mit einem alten Pool, es war total... Ich habe so schön gewohnt und die Vögelchen zwitscherten. Stefanie wusste, dass ich Alkoholikerin bin und wusste auch, dass ich versuche, trocken zu werden. Und ihr habe ich dann gesagt, es gibt so eine neue Studie und man soll sich immer einen Cheat Day einlegen. Kompletter Quatsch, ich habe die so angelogen. Dass wir dann Gin Tonic gekauft haben und sie hat dann gesagt, echt? Das habe ich ja noch nie gehört. Und da habe ich gemeint, doch, das ist halt so... Das nennt man Californian Sober, das, was Demi Lovato jetzt sagt, dass sie das wäre, ist totaler Quatsch, wenn man süchtig ist, man süchtig. Und habe gesagt, das ist so, und weil ich einfach so einen krassen Saufdruck hatte. Und dann hat sie 2 oder 3 Gin Tonics getrunken und war um 12 im Bett. Und ich habe 2,5 Flaschen, den Rest von ihrem Gin Tonic. Während wir beiden getrunken hatten, hatte ich wenig getrunken. Als sie im Bett war, habe ich alles leer gemacht. Komplett leer. Und dann hat Otto mich nicht erreicht. Da war morgens nämlich, habe ich den Wecker nicht gehört. Bin erst um 1 Uhr aufgewacht. Die Steffi war unten schon am Wuseln. Hat gesagt, ach, die schläft so lange und so. Hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und habe ich so einen Anschiss von Otto gekriegt, weil er einfach sauer war. Wie es sein kann, dass ich mich so volllaufen lasse und was das für eine Assi-Geschichte wäre. Und dann hat er so wahrscheinlich gedacht, was weiß ich, habe ihn betrogen oder ich war irgendwo da, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er erstmal gesagt, wie, du bist Alkoholikerin. Hä? Hast du am Telefon? Mhm. Dann habe ich ihm gesagt, es gibt jetzt eigentlich jetzt diese 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder zu den AAs und darf keinen Tropfen Alkohol mehr trinken oder ich bringe mich um. Ich kann so nicht mehr leben. Ich habe wirklich an dem Morgen gedacht, ich will so nicht mehr leben. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn das aufhört. Für meine Freunde, für meine Eltern, für mich, dieses shabby Lügen. Ich habe so keinen Bock mehr gehabt zu lügen. Für dich, weil du hast ja auch keinen Bock, mit einer Alkoholikerin zusammen zu sein. Für meinen Beruf, für alle, für meine Kinder, die sich ja zu Tode schämen, wenn sie mich so erwischen. Und dann war er erstmal so 10 Minuten noch sauer, weil er es nicht ganz geschnallt hat, was ich jetzt wirklich meine. Und dann hat er mich dann gefragt, okay, was müssen wir jetzt tun, damit du gesund wirst? Dann habe ich gesagt, ich muss aufhören zu trinken. Und du kannst auch so nicht mehr trinken. Er hat das komplett durchgezogen. Ich bin zu den AAs gegangen und dann kam eine Amerika-Reise dazwischen. Wir sind kurz danach nach Amerika gefahren. Er und ich und unsere 98 Kinder haben eine Riesenreise gemacht. Und das waren für mich, glaube ich, die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Weil ich so Entzugserscheinungen hatte. Eine Panikattacke nach der anderen. Ich erinnere mich an einen Tag, da waren wir zusammen in New York und haben uns dann getrennt, weil die alle shoppen wollten und ich konnte aber gar nichts. Und ich hatte die schlimmste Panikattacke meines Lebens in New York. Ich habe mich komplett verlaufen. Ich wusste gar nichts mehr. Ich habe nur gedacht, ich habe so gezittert. Ich habe auf der Straße angefangen, richtig doll zu weinen, dass Passanten mich gefragt haben, excuse me, are you okay? Can we help? Und dann habe ich mir einfach gucken. Ich bin so dankbar, dass es vorbei ist. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist so schrecklich gewesen. Und dann habe ich zu dem einen Mann gesagt, I'm lost. Oh, I'm lost. Und ich bin zurück ins Hotel
nachdem er mir erklärt hat, wie ich ins Hotel komme, und das habe ich niemandem erzählt und habe mich hingesetzt aus Bett und habe gebetet, lieber Gott, nimm es von mir. Nimm es mir weg, ich will dich nicht mehr. Und dann sind wir nach Hause geflogen, irgendwann nach der ganzen Reise, nachdem ich wirklich, es war so schlimm, Nathalie, ich habe nur gedacht, wie schaffe ich das denn, das aufrechtzuerhalten, dass ich eigentlich nichts anderes will, als zu trinken. Und dann sind wir nach Hause geflogen und dann bin ich direkt in ein AA-Meeting. Und dann musste ich in Köln arbeiten. Und war im Kölner Meeting und war hier, wo ich jetzt auch die Aufnahme mache, im Savoy, in dem gleichen Zimmer, wo ich jetzt sitze. Und bin dann, Savoy ist ja so ein posches Hotel, und konnte aber nicht an die Bar, weil ich natürlich wusste, das geht nicht, ich kann ja nicht an die Bar, und hatte so einen schlimmen Saufdruck. Nachdem Otto aber schon wusste, ich bin alkoholkrank und so, habe ihm abends wieder gute Nacht gesagt und bin unten hinter das Hotel, da ist so eine Straße, wo so ganz viele shabby Kneipen sind, wo die halt sitzen und rauchen und wo halt jeder aussieht, als wäre ein Alkoholiker, weil da wahrscheinlich einer ist. Und habe mir Vogue-Zigaretten geholt, damit ich nicht so assi aussehe mit den normalen Zigaretten. Und habe mich hingesetzt und habe angefangen, Bier zu trinken. Saß, weil der Tisch war, weil ja auch Sommer war, so ein bisschen auf der Straße. Und dann kommt eine Hand über mich drüber, greift über mich drüber, und die Hand sah aus, als sei sie nicht sonderlich gepflegt. Und drückt die Zigarette in meinem Aschenbecher aus, kommt mir ganz nah. Und ich gucke hoch und sage, hey. Und dann sagt der Mann zu mir, was machst denn du hier? Und ich gucke ihn an und sage, dasselbe wie du. Dann lehnt er sich ganz nah zu mir und sagt, aber du gehörst hier nicht hin, geh mal heim. Dann habe ich diese Vogue-Zigarette ausgedrückt und habe Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, stimmt. Und ich bin zurück ins Hotel, habe mich aufs Bett gesetzt und wusste, es ist vorbei. Ich werde nicht mehr trinken. Das war der 15.8. Und seitdem bin ich trocken. Und ich wusste es einfach, dass das vorbei ist. All diese Jahre, diese 30 Jahre Kampf, dieses immer wieder versuchen, trocken zu werden, diese Panikattacken. Und du weißt ja auch, der Körper, die angeschwollene Leber, die auf die Lunge drückt, dann kannst du schlecht atmen. Diese ganzen Scheiß, dass das vorbei ist. Und seitdem habe ich keinen Saufdruck mehr gehabt. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Alkohol existiert in meinem Leben nicht mehr. Neben mir können 100 Leute trinken. Es juckt mich nicht mehr. Oder es juckt mich wirklich nicht mehr. Ich lebe mein Leben ohne Alkohol. Ich würde nie mehr zurückgehen. Und dann frage ich mich heute manchmal, was war das? Wie ist das was passiert? Was war das? Ja. Ey, ich glaube, wenn das irgendwann mal jemand beantworten kann, ja, was ist es? Was ist das? Dieses, jetzt ist es vorbei und du weißt es. Du weißt es, wie wenn du weißt, dass du vor deiner großen Liebe stehst. Du weißt es, das ist Liebe. Du weißt es. Du weißt es. Und es wird kommen. Und wenn es bei dir noch nicht so weit ist, wenn du noch drin steckst und kämpfst, bleib dran. Probier alles aus, was dir helfen kann. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Mach Dinge anders. Frag dich, was du aus deinen Rückfällen lernen kannst. Und lern draus. Und vor allem, bleib dran. Okay? Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Gib uns gerne einen Daumen hoch und bis bald. Ciao.